Damit herzlich willkommen zurück. LS19. Das Nike-Projekt mit Randy. Unglücke alle. Es wird nicht mit reingefüllt. Jetzt. Hä? Ging nicht. Ging das alles daneben? Naja. Wie hast du denn? 2267. Hä? Die war vorher leer. Nee, ich hatte vorher 1000 oder so drin. Nee, dann passt's ja. Ich also. Krieg ja hier nur 900 pro Schaufel rein. Also. So viel brauchen wir auf den Feldern, glaub ich, schon nicht, ne? Bin ja nicht jetzt so groß. Hier hinten rechts das Rad gar mal den dreht. Es geht einfach mal nichts vorwärts. Oh, ey, sag mal, was macht ihr denn? Und was? Ja. Jetzt nicht mehr. War schon wieder leer. Ja gut, ich habe jetzt 3-2 drin, gucken wie lange das reicht. Genau, was wollen wir jetzt da vorne erstmal anhören? Es geht ja um das Hauptding, ne? Das Hauptfeld nehmen wir uns ja. Boah, eigentlich schätze ich, muss sagen, das Weizen war ja jetzt relativ, also wenn ich das dann verkaufe, ist es ja nicht schlecht. Wenn das nochmal so hoch wird, war nicht so schlecht. Oder was haben wir? Also na gut, Raps haben wir gar nicht mehr, aber ist vom Preis her auch nicht prall. Ich würde einfach Weizen machen, dass wenn ich das jetzt leer mache, dass wir dann wieder was drin haben. Alles klar. Kommt ein bisschen ordentlich Masse raus. Das ist ja auch sowas, was man so oft macht halt. Und dann fahre ich den Hänger jetzt mal weg. Da haben wir ja dann wieder ein bisschen Kohle. Ja. Aber es ging ja auch um... Ich glaube, mit Heu hat man noch ein Problem, ne? Für die Schweine, Kühe. Weiß, für die Kühe, ja. Ja, alles gleiche. Weil es glaube ich keinen Zeder gab, ne? Doch, ich habe irgendeine, oder warte mal, was habe ich denn gefunden? Das habe ich ja mit reingenommen. Bloß ein Ei. Ja, ne, ich habe ein WA450, das ist zwar von Klaas, aber sieht nicht aus wie von Klaas. Da habe ich einen Heuwender drin. Der hat eine ganz spezielle Arbeitsbreite von 4,5. Und ein Schwader, da hab ich einen alten drin, in Inventor Z510. Der hat eine Arbeitsbreite von 4,6 Metern, also die gehen sich sogar klöber aus in dem Fall, oder? Ja, fast auf einen Meter. So. Ja, mit Einzelgelenken oder was? Also kannst du da... Na, guck sie doch einfach an. Ich kann dir das nicht beantworten. Ich hab da keinen Plan. Ob das Einzel-, Dreifach- oder Zehnfachgelenke sind. Ja, da hat aber definitiv einen Festanbau, das ist was. Ah, gut. Aber ich glaube, wir haben ein Problem mit. Dann mit dem Traktor. Weil unsere Traktoren vorne alle Gewichte dran haben. Weil sonst könnten wir vorne einen Schwader ranhauen. Weißt du, und hinten klein mit einem. Vorne einen Zähler ranhauen und hinten klein mit einem Schwader zusammen machen. Wenn das eine Breite ist. Ja, das ist natürlich ideal. Ja, aber wenn der Dings da vorne gelenkt ist, der haut ja nach links und rechts ab. Ja, ist ja nicht gelenkt. Also. Das ist einfach nur so zum Aufklappen und der Rest hängt am Dreipunktaufbau. Konfiguration, hier kannst du nur... Och, was für Farben, sag mal. Den gab es damals nur Schwarz-Weiß-Fernsehen, hättest du ja keinen zeigen können. Umfrunzeln. Ja, Frontladeranbau gibt's, das war's aber auch. Und Reifenvariante. Keinen von. Hä, hey, das jetzt her. Rosenvieh wollten wir uns ja auch mal holen, ne? Ja. 710, das ist ja wirklich. Oh, jolles Teil. Oh. Na gut, der MB Truck, ich weiß gar nicht, was der hier eigentlich so verloren hat. Da war halt einfach mit drin. So. War halt einfach mit. Verstehe ich nicht. Ja.
Da hat sie gar nicht Standklima. Ich jetzt gerade mal erst. Aber den kann man ja eh nicht nehmen. Warum ist das Problem, dass wir keinen Trecker haben? Ja, ein Frontlader, denke ich. Das. Hier wird sie nicht. Leistungstechnisch. Der eine bei 30 PS. Der andere auch bei 30 PS. Ja. Was? 20 PS war nur. Verdammt, dann müssen wir das einzeln machen. Das Helfer hat Arbeit erfolgreich beendet. Irgendwas hat mit der Submaschine nicht hin. Da hast du deinen Helfer rein. Ja, um zu testen, ob das Problem an mir liegt oder an der Maschine. Aber irgendwas haut hier nicht hin. Kann ich anschalten oder passiert halt nicht. Ja. Schalt die an. Lass die runter. Gut. Orange wird es aber oben. Ja, ja, orange wird. Die Bodentextur ändert sich auch, aber es kommt halt nichts auf den Boden. So ändert sich auch, es kommt nichts auf den Boden? Na, ja, gucken Sie es einfach selber an. Verstehe ich schon wieder nicht, boah, Alter, diese ganzen Mods, warum müssen die manchmal so bekloppt sein? Nee, erinnert sich gar nichts. Naja, das... erinnert sich auch nichts. Kann sein, dass wir ja vielleicht auch vorher grubbern müssen? Ja, guck mal, wenn ich hinter hier so drüber fahren würdest über dieses Gedöns, dann wird es weggehen, aber diese Stoppeln bleiben halt. Ja, nicht nur das Stroh geht weg. Ich würde zwar versuchen, vorher einfach mal grubbern. Ja, steht aber da, dass die Scheiße direkt satt ist, ja, warte kurz. Oder hat die... Maschine. Steht ja da, dass es direkt satt ist. Das Schöne ist, es ändert sich aber nicht beim Senken, ne? Nee, das war auch schon vorher so. Also, sie wollten die Scheiße vergolden. Ja, muss ich warten, bis sie mit ihrem Fetten wieder da sind. Also, das kann ich den Gruber nicht sehen. Passiert nichts, ja. Verstehe ich schon wieder nicht, es geht mir auf den Sack. Das ist nur Frontleiterarm, also, ja. Nee, ja. Boah, den konntest du mit dem anderen, glaube ich, ziehen. Nee, da. Das war doch nicht so schwer. Das Riesenteil, das braucht, was brauchen das? Es stand viel da, aber das ging ja eigentlich schon mal problemlos zu ziehen. Ja, ich versuch's mal mit dem Belarus, aber ich hab meine Zweifel dran. Ah, da hat doch eine scheiß Anhängerkuppel. Dann versuch's halt mit den anderen. Wir brauchen ja nur einen ganz kurzen Testabschnitt. Ja, ja, ich weiß. Ja, deswegen, du sollst ja nicht das ganze Feld machen. War natürlich blöd, aber eigentlich ist es ja, das Ding ist gefixt. Ja, ist ja auch schon die gefixte Version. Da fragt er sich. Ja, ich bin ja gleich wieder da. Was ich hier nicht sogar bei Korn habe, muss ich mal gucken. Was da das Problem war. Ich denke, das ist nicht. Das Direktsaat steht wahrscheinlich verkehrt drin. Ja, da muss es aber. Es gibt ja irgendwie einen Eintrag in dieser scheiß XML da, was das Direktsaat anschaltet, oder? Ja, aber wenn du die anguckst, theoretisch hätte sie auch keine Direktzeit, glaube ich. Ne? Ja, es sind ja keine Grubberzinken davor oder so. Das ist so hinten wie eine Scheibenmecke, aber ich glaube, das ist nur, dass das Saat in die Rillen fällt. Passt also. So, dann ran mit der Kohle.
Oh, das ist für Weizen ein stolzer Preis. Ja, mit Grubbern geht's. Ey, was für ein Bullshit. Was? Ich sage ja, mit Grubbern geht's. Ja, das konnte ich mir denken, weil die war unten richtig auf dem Boden eigentlich. Ach, was für ein Blödsinn, warum schreibst du das denn? Nein! Ja, naja, können wir nicht. Ist ja auch kein Problem. Wir können jetzt trotzdem schneller arbeiten, so gesehen. So gesehen, Vorher haben wir auch gegrubbert, aber es war halt komplizierter mit den Einzelmaschinen. Ne? Das ist richtig. Und durch die Füllung ist komplizierter durch die Einzelmaschinen, wo ja nur, dass wir sie auf dem Feld immer nachladen müssten. Stimmt, aber da. Ja, das geht jetzt hier halt. Gut, wir haben natürlich den Nachteil, es düngt nicht gleich mit. Na gut, ja. Ja, das haben die Einzelmaschinen gemacht. Obwohl, ja, aber da kann ich aber grubern, spritzen, ansehen, spritzen, fertig. Ja, aber so gesehen, der hat ja eigentlich zwei Klappen, die immer aufgehen, ne? Der hat zwei Klappen, aber das ist halt reines Saatgut. Ja. Den müssen wir umbauen. Da haben wir noch Dings mit rein. Ach, was mich wundert, ist gerade hier, das ist doch hier, was ist denn das? Ein HDZ, den ich hab, ne? Oder MTZ? Du hast ein HDZ, wenn mich nicht alles täuscht. Lass mal gucken. Du hast ein HDZ. Ja, ein HDZ XT3, wie das dann russisch ist. Ein HDZ 17221. Da gar kein AdBlue. Das wär's. Da ist Auto AdBlue, versteht man. Ja, der ist eigentlich schon moderner als Als die Belarus-Dinger. Ja, ja. Der ist ja. Den kann ich ja. Also das Modell, was wir haben, das ist ja von 2010 angeblich. Ja. 2121, also der Aufbau von 2010, ja. Ich glaube, selbst hier drüben, also es ist ja immer noch Ostblock-Produktion, ich glaube, die haben auch gar einfach kein AdBlue, oder? Ja, die benutzen es halt nicht. Oder so, ja. Man kann sagen, das ist denn, das spielt, ich glaube, AdBlue, wo spielt denn AdBlue eine Rolle? Haben die Amis AdBlue? Ja. Und benutzen die auch, okay. Ja. Bei den alten Ami-Trucks, das unterstützen die? Der Amis haben, den ihre PKWs sind zum Beispiel deutlich sauberer wie unsere. Okay. Die ganzen, haben sie mal gezeigt, bei BMW und so, die, wo es den Dieselskandal gab, da gibt es eine separate Abgasreinigung, die zum Beispiel mit AdBlue und so funktioniert. Das ist bei den deutschen Autos alles rausgebaut, aber die Vorrichtung dafür ist drin. Das müsstest du nachbauen, bei der Amis ist das Pflicht. Da darf das Auto gar nicht ohne ausgeliefert werden. Oh, okay. So, der Grubber steht schon auf dem Feld, ne? Habe ich neben dem Feld hingestellt, ja. Okay. Dann mache ich erstmal, dass sie in eine Reihe rumziehen können. Genau, fangen sie hier hinten an. Ich mache eben den Platz. Rechts rum oder? Ne, hoch zu, ne? Erstmal. Dann machen sie erstmal hoch zu. Da Eierschaukelbippe her. Wie das hinten lenkt, ich finde das komisch. Aber man kann es ja anders machen. Sie grubern, ich sähe, dann dünge ich, dann hau ich Pflanzenschutz drauf, dann dünge ich nochmal. Ja, so kannst du. Genau. So kann man es. Hallo. Auch machen. Hallo? Ja, abgehangen also sein. Hallo? Ja. Obwohl, sehen sie dann überhaupt, wo ich angesät habe? Ja, sehe ich da an der Stoppel. Ach so, ja gut. Weil die Textur ist die gleiche. An den Stoppeln sieht man es. Bisschen. Weil da ist halt der Vorteil, dass ihr vorher Mais drauf war, ne? Das ist richtig. Ja, kennst du es. So, jetzt wird's langsam. Aber nun gut, Sie haben das heilige Wort zum Sonntag. Überlegen Sie sich was Gutes. Schon wieder Sonntag? Na klar. Geht hier irgendwie schneller wie im wahren Leben. Sag ich mal. Ja.
Was soll ich denn sagen? War wieder eine Woche mit vielen Abenteuern. Spannungsspiel, aber ohne Schokolade. Das fand ich gemein. Und wollen wir sehen, was uns als nächstes dann erwartet, ne? Aber wir bleiben dran bei den Tieren. Richtig? Ich denke. Sehr schön. Ja. So. Wollen wir sehen, wie es weitergeht. Aber wir haben Hühner gekauft, das ist gut. Also gibt es ab nächster Woche Eier. In dem Sinne, sagen Sie auch was. Ne, Sie müssen Tschüss sagen, Sie sind in der Anmoderation. Abmoderation. Ich sag schon mal Tschüss und jetzt Ihr Wort. Geschmeidig wie ein Pfarrer. Tschüss. Tschüss.